Um dieses Neujahrserlebnis dürften viele Menschen die Bewohner Frankfurts beneiden. Wer nach dem Jahreswechsel ein Ticket für die Straßenbahn zog, dachte, dass der Automat sicher spinnt. Denn er zeigte eine kleinere Zahl an, keine größere, wie dies auch am Main alle Bus- und Bahnfahrer seit Jahrzehnten gewohnt waren. Der Einzelfahrschein kostete plötzlich 2,75 Euro statt 2,90 Euro. Noch unglaublicher war der Preis, der beim Drücken auf die Taste Tageskarte erschien, 5,35 Euro statt 7,20 Euro, ein Nachlass von 26%. In Zeiten von Dieselgesetzate müsse man ein klares Signal für öffentliche Verkehrsmittel setzen, begründet der Rhein-Main-Verkehrsverbund die überraschende Preispolitik. Quelle: Infografik Die Welt. Frankfurt ist nicht die einzige Stadt, die mit ungewöhnlichen Maßnahmen Autofahrer für den öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, gewinnen will. Im Winterhalbjahr unterbietet Stuttgart die 5,35 Euro aus Frankfurt sogar noch. 4,80 Euro kostet das neue Umwelttagesticket. Es löste Mitte Oktober das bisherige Feinstaubticket ab, mit dem an Tagen mit hohen Messwerten die Stuttgarter für die Hälfte fahren konnten. Ab Mitte April, wenn die Witterung die Gefahr zu hoher Messwerte dämmt, gilt wieder der reguläre Tagesticketpreis von 7 Euro. Immer mehr Städte wollen Gelegenheitsfahrer mit günstigeren Fahrkarten dazu verleiten, das Auto häufiger in der Garage stehen zu lassen und dafür das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs, ÖPNV, zu nutzen. Hohe Abgasbelastungen und verstopfte Straßen führen langsam zum Umdenken der Stadtoberen. Einige träumen bereits von Wiener Verhältnissen in deutschen Ballungszentren. In Österreichs Hauptstadt fahren die Menschen an 365 Tagen im Jahr für gerade einmal 365 Euro. Quelle: Infografik Die Welt. Doch längst nicht alle Fahrgäste spüren etwas von der Preisoffensive. Ausgerechnet die Stammkunden des ÖPNV, die Pendler, ärgern sich weiter. Erneut wurden viele Monats- und Jahreskarten zum Jahreswechsel teurer. Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen stiegen die Preise bundesweit um durchschnittlich 1,8%. Auch in Frankfurt gingen trotz der bemerkenswerten Nachlässe mehr Preise rauf als runter. Die Monatskarte verteuerte sich um knapp 2% auf 89,10 Euro. Damit gehört die Finanzstadt für Dauerfahrer weiterhin zu den teuersten in Deutschland. Nur in Hamburg und Köln müssen sie noch mehr für eine Monatskarte zahlen. Das Kalkül dahinter ist offensichtlich: Menschen, die ohnehin mit der Bahn und nicht mit dem Auto fahren, müssen nicht mit Sonderangeboten gelockt werden. Die Bereitschaft, vom Auto auf S-U- und Straßenbahnen umzusteigen, ist bei vielen Menschen vorhanden. Das stellte im vergangenen Jahr ausgerechnet der Autofahrerverein ADAC in einer Umfrage in 10 deutschen Großstädten fest. Demnach können sich 46% all jener, die den ÖPNV bislang eher meiden, einen Umstieg grundsätzlich vorstellen, die meisten von ihnen aber nur, wenn die Preise sinken. Auch eine größere Pünktlichkeit und mehr Durchblick im Tarifdschungel gehören zu den Wünschen. Gerade für Gelegenheitsfahrer ist die Herausforderung mitunter groß, den besten Tarif für eine Fahrt zu finden.